Herzlich willkommen bei meinem wunderschönen Setup. Ich bewege mich kaum, weil ich die Schärfe versucht habe einzustellen. Ich hoffe, ich bin scharf. Aber ich denke ja. Schöne Tulpen, schönes Licht, ein schöner Hintergrund und ein paar Zettel vor mir. Heute beantworte ich all eure Fragen. Ihr habt letzte Woche ein paar Fragen gestellt und die beantworte ich heute. Wir fangen an. Also Buddy Hotshot 83 fragt, hast du einen Favoriten 1500er General Release? Ja, habe ich. Und zwar den 1500er TB. Sieht echt hübsch aus. Blende ich gerade ein. Wunderhübscher Schuh. Und das ist so mein Favorit von den General Releases, zumindest aus der Neuzeit. Die Vintage-Dinger, da gibt es auf jeden Fall die ganz alten, den roten, den lilanen und den schwarz-goldenen. Das sind so meine Favoriten. Was? Noch eine Frage. Yayazi fragt, was hältst du davon, dass New Balance öffentlich Trump supportet? Das ist echt nicht einfach, weil ich denke, dass das sicher anders gemeint war, dieser Support von Trump von New Balance. Also in erster Linie wird es New Balance natürlich darum gehen, da New Balance einer der Marken ist, die regionale Produktionsstätten haben. Das heißt, sie produzieren in Amerika, sie produzieren in England und sie produzieren in Asien. Sind sie natürlich gegen diese Handelsabkommen, weil sie damit die lokale Produktion unterstützen wollen. Und alle Handelsabkommen haben leider den Nachteil, wenn man das global sieht, dass sie dadurch die Wirtschaft auf der einen Seite stärken können, wenn man exportiert, aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass günstige Güter ins Land kommen. Daher ist es natürlich für New Balance von Interesse, solche Handelsabkommen nicht abzuschließen. Ob man das hätte jetzt sofort nach der Wahl machen sollen oder in Zusammenhang mit Trump bringen sollen, das überlasse ich dann den cleveren PR-Menschen bei New Balance. Sicher war das sehr ungünstig, was sie da gemacht haben. Alexander Pimental fragt, wann restockst du deine Pullis? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich hatte ja gesagt, dass es dieses Jahr nichts mehr gibt, aber es könnte sein, dass es einen kleinen Überraschungs- Secret, Super, Service, keine Ahnung was, Sonder-Release gibt. Einfach mal auf dem Laufenden halten. Ottoman FX fragt, ob ich Halle tanzen kann. Kannst du mal Halle tanzen? Ja, könnte ich theoretisch, nein, aber ich mache es nicht vor laufender Kamera. Wenn ihr mich irgendwann mal auf einer türkischen Hochzeit seht und dann sagt, ey, kannst du mal Halle tanzen? Mache ich. Aber vielleicht blende ich jetzt mal so ein Halle-Tanz-Video ein. Für dich. Ich fragt, wie lautet deine Entschuldigung dafür, dass du eine Hose getragen hast? Es war kalt, es waren Kinder anwesend. Es war kalt. Lars F. hat eine interessante Frage. Und zwar Lars F. fragt, was war dein allererster Sneakerkauf? Und dein allerletzter Sneakerkauf. Also der allerletzte war, ich habe mir jetzt vor kurzem erst den Nike Air Pressure gekauft. Ich hatte damals beim Release, war ich gerade in London und hatte geliebäugelt, wollte den kaufen, aber irgendwie war mir das dann doch relativ viel Geld für einen Schuh, den ich vielleicht niemals tragen werde. Und jetzt habe ich ihn gerade im Sale bekommen. Ich habe ihn für 150 Euro, glaube ich, inklusive Versand, habe ich mir den schicken lassen. Und bin echt zufrieden mit dieser riesen Plastikkiste. Und mit der Pumpe da drin, echt geiles Ding. Ist zwar natürlich für die Reebok-Liebhaber so das, wie sagt man, Konkurrenzprodukt von Nike, aber um ehrlich zu sein, Reebok Pump war eh stärker als jetzt der Air Pressure. Aber ich
Das ist für mich so ein bisschen Geschichte. Als Kiddie wollte ich den immer haben, habe ihn nicht bekommen und jetzt habe ich mir nochmal im Nachgang gegönnt. Mein allererster Schuh, den ich mir bewusst gekauft habe, ich rede jetzt nicht von Sachen, die so mit der Zeit so kamen, sondern waren Pro Shell gewesen. Es gab keine Superstars im deutschsprachigen Raum. Es gab ein paar Leute, die über Connecte aus dem PX so eine Sachen besorgen konnten. Also PX war das amerikanische Einkaufsding von den Alliierten. Und ich habe dann Sachen getauscht. Ich habe dann im Prinzip, was war das? Ich glaube so Musikkassetten vertickt und dann nochmal irgendwie getauscht. Und am Ende des Tages habe ich meinen ersten Pro Shell bekommen. So ein weiß-grauer Midcut mit Klettverschluss oben. Noch Made in France, das Ding. Das war schon ein geiles Ding. Ja, das war mein allererster bewusster gekaufter Sneaker. Danach kamen ganz, ganz viele. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Pigment, was wolltest du erreichen, als du damals die Soulbox gegründet hast? Ja, das ist echt eine gute Frage. Eigentlich war mein Ziel damals, ein Store aufzumachen, um selber an Schuhe ranzukommen. Das heißt, ich habe nie den Store gemacht mit dem Hintergedanken, damit Geld zu verdienen. Das hört sich echt seltsam an, aber für mich war es immer wichtig gewesen, mit Soulbox eine Anlaufstelle zu sein für Leute, die sich für das gleiche Thema interessieren. Das heißt, so dieser Community-Gedanke dahinter. Genauso auch Soulmart, was viele ja nicht wissen. Soulmart ist auch von mir. Und der Hauptgedanke von Soulbox und Soulmart war immer gewesen, für die Community da zu sein. Das heißt, selbst wenn das keinen Profit bringt, trotzdem Teil der Community zu sein und für die Community da zu sein. Ein Geben und Nehmen. Ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert und ich hatte dadurch Zugriff auf Schuhe, die ich immer haben wollte und konnte mich verwirklichen, indem ich halt Projekte gemacht habe, Kollaborationen mit den Firmen. Das hat mir riesig Spaß gemacht und es ist natürlich so, wenn man überlegt, dass man damals als Jugendlicher aus einfacheren Verhältnissen kommt, wo Prioritäten sicherlich auf Hunderten von Schuhen gesetzt sind, wie es ja heute bei vielen Jugendlichen ist, sondern man für seine Sachen arbeiten musste, ist das natürlich schon faszinierend, dass man die Schuhe, die man sich damals nicht leisten konnte, jetzt die Möglichkeit hatte oder hat, mit diesen Firmen, mit diesen großen Firmen, die ja damals unerreichbar waren, zusammenzuarbeiten und seine eigenen Produkte mit denen gemeinsam zu generieren. Das ist schon, glaube ich, etwas, was ja dann doch alles funktioniert hat. Ja, vielen Dank auch allen, die da unterstützt haben auf dem Weg. Thomas Plättke hatte eine Frage. Und zwar zum Thema Songwriter ist mir noch was eingefallen. Ich denke, Ich denke, dass es sehr viele Leute gibt, die sich schon extrem auf die neuen Modelle freuen. Daher würde es mich interessieren, ob es schon absehbar ist, wann genau die Modelle kommen und wo man sie kaufen kann. Natürlich die Auflage wäre auch interessant, damit auch jeder, der gerne einen haben möchte, auch einen bekommen kann. Danke und Grüße. Grüße zurück. Also der allererste Schuh ist der Rosane, auch Bär genannt. Sagt man das so unter den jungen Leuten? Before anyone else. Und zwar der Rosane ist der erste, der rauskommt. Wenn alles gut geht, dann wird es so sein, dass es Mitte Dezember soweit ist, also noch vor Weihnachten, in einer Auflage von 100 Paaren weltweit. Alle durchnummeriert, jeder Schuh hat dann innen drin eine Nummer. Und wo wird es die Schuhe geben? In Deutschland gibt es nur einen Laden, das wird Soto sein in Berlin, der ist in der Torstraße. Dann Patter in Amsterdam, Hennen in Aberdeen und 24 Kilates in Barcelona. Das war's erstmal. Und dann mal schauen, vielleicht gibt es dann noch ein paar Paare über mich. Wie ich die dann verkaufen werde, das gebe ich dann noch zu rechter Zeit bekannt. Aber erstmal In-Store. Ich bin ja ein großer Fan von In-Store-Releases. Ich weiß, das ist für Leute, die nicht in dieser Stadt sind, irgendwie doof und vielleicht unzeitgemäß. Aber ich finde, ein besonderes Produkt muss halt auch besonders verkauft werden. Das heißt, man muss ein Produkt fühlen können, es anfassen können und anprobieren können.
bevor man etwas sozusagen die Katze im Sack online kauft, dann doch lieber in einen Laden kommen. Ich meine, wer weiß, vielleicht sieht man sich bei Soto dann am Release-Tag oder man sieht sich bei Pata, wer weiß, irgendwo könnte es sein, dass ich auftauche. Ja, lustig, Claudio Marshall hat dazu auch schon geantwortet, also da gibt es Leute, die aufpassen, ja, es gibt nur 100 Paar von jedem Colorway. Sneaker Mania fragt, heute keine Rolex um, was ist bei dir heute am Handgelenk zu bestaunen? Ja, heute keine Rolex um, heute ist es eine Sinn 142 mit einem Lemania Uhrwerk, das ist ein antimagnetisches Uhrwerk, wird leider nicht mehr hergestellt, dieses Uhrwerk. Viele interessante alte Uhren wurden mit Lemania Werken ausgestattet, auch oft im Militär genutzt, die Lemania Uhrwerke. Und das ist eine Uhr aus Titan, Sinn, deutsche Manufaktur in Frankfurt am Main, finde ich cool. Kay Kicks, geiler Name. Welcher Store-Person findest du macht die schönsten Kollaborationen abgesehen von dir? Oh, das nehme ich jetzt als Kompliment auf. Hast du einen Grail, an den du nicht herankommst? Und für welche Kollaboration hast du am längsten gebraucht, bis du wirklich zufrieden mit dem Colorway warst? Also, welche Store-Person findest du macht die schönsten Kollaborationen? Ich würde sagen, Hennen macht sehr, sehr gute Kollaborationen. Hennen hat selten, für mich selten enttäuscht. Bei den letzten gab es so ein paar Dinger, die waren mau, aber ansonsten Hennen würde ich jetzt sagen. 24 Kilates ist auch noch sehr, sehr gut, aber Hennen. Und was war die andere Frage? Sekunde. Hast du ein Grail? Achso, Grail, an den ich nicht herankomme. Ja, ich denke, wie bei vielen, den Nike Mag. Und zwar der Selbstschnürende, das wäre schon ein Grail für mich, aber das ist jenseits gut und böse. Ich meine, wenn da so viel Geld für so eine Schuhe gezahlt wird, das ist einfach sinnfrei. Und für welche Kollaboration hast du am längsten gebraucht? Nee, eigentlich gab es eigentlich keinen, der lange gedauert hat. Die waren alle eigentlich, eigentlich waren alle immer, ich denke, da mache ich meine Hausarbeiten ganz gut im Vorfeld. Das ist ja oft so, dass wenn man das erste Mal so eine Möglichkeit bekommt, hat man so viele Ideen und es switcht immer wieder hin und her. Aber das habe ich nicht. Ich habe eigentlich immer eine klare Vision, wie so ein Schuh aussehen soll und setze das dann halt um. Und das funktioniert. Toi, toi, toi. Muis Lee, wenn New Balance nochmal einen Schuh von dir releasen wollte, für welchen würdest du dich entscheiden? Was viele nicht wissen ist, es gab einen 1500er in der Pipeline, als ich noch bei Soulbox war. Das Ding sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht zeige ich den im dritten Teil der New Balance Geschichte. Und natürlich ein 1500, was sonst? Ein 1500er in seiner ursprünglichen Form. 1500er. Edstadt Lokoboy fragt, was war dein erster Sneaker, den du bewusst gekauft hast? Hat sich beantwortet. Wie alt warst du, als deine Leidenschaft für Sneaker begann? Also bei mir fing das in der Schule an. Ich war auf einer, wie sage ich das jetzt charmant, ich war auf so einer Richmond-Bonzen-Schule und war einer der wenigen Arbeiterkinder auf der Schule. Und für mich war das so meine Ausdrucksform. Klar, logisch ist zwar oberflächlich irgendwie auf gewisse Weise, aber ich glaube, als Pubertierender ist Oberflächlichkeit uns ja bewusst. Und ich war da, das war vor 30 Jahren irgendwie fast, ne? Irgendwie, haut das hin? So 86 oder sowas. Anyway, also jedenfalls lange, lange her. Ich war so 14, 15, irgendwie in dem Dreh. Und ja, das war's so. Ich habe Hip-Hop und Reggae-Musik gehört und fand Turnschuhe geil. Und um mich herum gab es dann halt, ich bin jetzt pauschalisierend, Bonzenkinder, die einen auf, wie sagt man, auf Punker und Hippie gemacht haben und Mercedes-Sterne abgebrochen haben, aber Papa fuhr Mercedes. Das war das Paradoxeste überhaupt für mich. Das war echt damals in so, ne? So die ganzen Mercedes-Sterne sich als Armreifen machen oder um Hals hängen. Ich fand das cool, ein VW-Zeichen vom T1-Bus zu haben, weil das hatten die Beastie Boys. Aber gut, so unterschiedlich kann Geschmäcker sein, ne? Claudio Marshall fragt, wo und wie hat man mal die Gelegenheit, einen deiner Sondra-Protos zu bekommen? Das habe ich ja eben beantwortet, aber Claudio fragt noch, was für Ziele hast du noch für die Zukunft? Um ehrlich zu sein, größtes Ziel für mich ist, ein Lebensmodell für mich und meine Familie zu schaffen, wo wir viel Zeit füreinander haben und man sich nicht mehr mit unwichtigen Dingen beschäftigen müsste. Das wäre toll, wenn ich das hinkriege. Kann man dich mal treffen? Ja, ab und an trifft man mich irgendwo, irgendwie. Ich war letztens auf der Sneakernest gewesen und
Ich bin mir sicher, dass man sich irgendwo mal über den Weg läuft. Also Berlin ist ja dann doch am Ende des Tages ein Dorf und Deutschland hat ja auch noch ein paar hübsche Städte, wo man sich mal vielleicht irgendwo über den Weg läuft. Fritz Boy fragt, wie ich meine Sucuk am liebsten esse. Ganz wichtig, ja. Sucuk ist ja nicht nur die Sucuk, sondern Sucuk kann man halt auch doppeldeutig belegen. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwen fragt, wie ich eine Sucuk esse, kann das auch nach hinten losgehen. Aber wenn du jetzt die Sucuk meinst, die man wirklich essen kann, heißt nicht, dass man die anderen Sucuk. Kopfkino. Ist wieder doppeldeutig, wenn die Sucuk schön hart ist. Oh mein Gott, zum Glück ist jetzt keiner hinter der Kamera diesmal. Also, wenn die Sucuk schön hart abgehangen ist, es wird immer schlimmer. Dann schöne Scheiben schneiden und dann auf einem schönen Weißbrot, entweder im Fladenbrot, in der Pide oder, was auch ganz lecker ist, in der deutschen Schrippe, Labalaba, also eine Schrippe. Netten Butterbestrich drauf, dann diese Wurst drauf, übrigens nicht warm gemacht, sondern einfach nur kalt, aber hart im Biss. Und die dann, das ist so meine Lieblingsvariante. Natürlich gibt es ganz viele andere Sachen, wirklich im Ei eingerührt oder vielleicht dann nochmal in der Pfanne in Scheiben frittiert und dann halt im Brot. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber ich finde so die klassische am besten. Das heißt, dass diese Wurst schön hart ist, weil sie schon länger liegt. Und dann, aber ich mag auch pappige Flips. Also, noch eine Frage? Ich fragt, also das bin nicht ich, sondern ich fragt, hast du ein Schönheitsgeheimnis, lieber Hikmet? Ja, habe ich. Der Julian hat eine Frage. Was hältst du vom 997? Ich habe mir einen besorgt, weil der Shape unübertroffen ist, aber irgendwie finde ich die im Vergleich zu anderen Sneakers mega unbequem aufgrund der harten Midsole. Ich denke, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also der 997er für mich, geiler Schuh, auch unschlagbar im Shape. Ich glaube, das mit der Sohle ist natürlich ein Problem, was wir alle haben. Jemand, der eine weiche Sohle den ganzen Tag überträgt, also ich trage auch unheimlich gerne Boost-Modelle, weil sie sehr, sehr bequem sind. Aber ich denke, dass es uns früher oder später kein Gefallen tun wird, immer mit diesen weichen Sohlen durch die Gegend zu rennen. Man sagt ja eigentlich, dass man orthopädisch gesehen den Kontakt zum Boden ein bisschen härter spüren sollte als über die Dämpfung des Schuhes, weil die ganze Muskulatur, die ganzen Gelenke, die richten sich natürlich nach dem, was einem geboten wird. Wenn man natürlich die ganze Zeit nur auf Wolken läuft, kann es natürlich zu einer Degeneration der Muskulatur und den ganzen Gelenken und Knorpeln und wie das alles heißt, führen, was dazu führt, dass wir früher oder später vielleicht Probleme bekommen. Deshalb muss ich sagen, dass ich die Sohle vom 997er eher bevorzugen würde, als jetzt vielleicht dann diese ganzen weichen Geschichten. Nur so meine Anmutung. Vielleicht solltest du den Schuh einfach mal eintragen. Ich glaube, dass das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir Schuhe, was ja eigentlich positiv ist, früher hieß es ja immer, man soll die Schuhe oft wechseln, aber wir wechseln sie zu oft, weil wir gar nicht dem Schuh die Möglichkeit geben, eingetragen zu werden. Das heißt, wenn wir unsere Form im Schuh finden, das ist perfekt, aber wenn wir natürlich auslatschen, das ist wieder nicht gut, aber wenn wir immer wieder einen neuen Schuh tragen, dann sind natürlich die Schuhe noch nicht eingetragen, ne? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Sneakerkult fragt: Mich würde interessieren, wie der gesamte Ablauf vom ersten Entwurf bis zur fertigen Kollabo aussieht. Hat man bei allen Brands schon analog im ersten Schritt Zugriff auf die Materialbibliothek oder kann man sich die Entwicklung der ersten Grundidee doch eher digital wie am ID-Konfigurator vorstellen? Ganz schön viele Fragen. Ist es unproblematisch, noch ein paar Dinge zu ändern, nachdem man das erste Sample in den Händen hält? Wie sieht die Zeitschiene aus? Können die Fabriken das relativ schnell umsetzen? Und gibt es Brands, mit denen die Zusammenarbeit besonders unkompliziert abläuft? Viele, viele Fragen. Also, es ist natürlich unterschiedlich. Jede Marke arbeitet anders. Es gibt Marken, die geben einem viel Möglichkeiten. Und es gibt Marken, die sind fast wie so ein ID-Konfigurator aufgestellt. Also für mich das beste Projekt, was ich hatte in der Möglichkeitenvielfalt, war bei Reebok gewesen. Reebok war so lieb gewesen, hatte uns nach Boston eingeflogen, und zwar zum Pump 20 Summit, zum 20-jährigen Jubiläum von The Pump.
Und da waren die besten Retailer weltweit eingeflogen worden und wir haben uns zusammengesetzt und haben für das Jubiläum gemeinsam ein Work in Progress gehabt. Das heißt, wir haben gemeinsam entschieden, wie kann man das Projekt erfolgreich machen. Wir haben dann halt entschlossen, wieder regionale Produkte zu haben. Das heißt, in Deutschland gab es den Colorway von mir nur bei Soulbox und es gab den Schuh von A-Life nur bei A-Life. Also A-Life kam gar nicht raus, aber jetzt als Beispiel Packers Schuh kam nur bei Packer raus. Somit war dieses Sneaker-Hunting, wie ja eigentlich dieses ganze Sneaker-Ding angefangen hat, also diese ganze Schuhliebhaberei hat ja damit angefangen, dass die Leute auf die Jagd gegangen sind, um Schuhe zu bekommen, seltene Schuhe. Wir haben ja heute doch, auch wenn viele mit F5 da sitzen und jammern, recht einfachen Zugriff auf Produkte. Früher war das gar nicht so einfach. Erstens gab es kein Internet, zweitens war es so gewesen, dass nicht alle den gleichen Scheiß haben wollten. Es gab abgesehen davon auch nicht so viel, dass man, dass jeder damit rumrennen konnte. Das heißt, wer was Cooles haben wollte, musste schon durch die Welt reisen und halt auch über Connecte wissen, okay, in dem Laden in New York oder in dem Laden in Paris oder sonst irgendwo gibt es halt die Schuhe, hat man über Hören und Sagen, hat ein bisschen investiert und ist dahin geflogen und hatte dann aber etwas Besonderes, was es dann halt wirklich in Deutschland nicht gab und auch nicht so einfach verfügbar war. Ein bisschen gerade wieder weit weg ausgeholt, das ist leider irgendwie eine Unart von mir. Back to topic, also jede Firma ist da anders. Reebok war echt großartig gewesen. Wir haben dann die Möglichkeit gehabt, etwas zu machen, worauf wir Lust hatten. Das heißt, wir durften uns in dem kompletten Unternehmen umschauen in Boston, in ihrem Headquarter. Wir durften uns die Materialbibliotheken anschauen. Wir durften im Prinzip das Technikzeug anschauen. Und mir kam dann die Idee, okay, wir feiern jetzt den Pump. Was wäre da die Möglichkeit, um das Pump System zu feiern. Ich habe mir gedacht, okay, lass das Pump-Ding leuchten, also das System leuchten. Und das war natürlich erstmal, wo alle gesagt haben, oh nee, oh krass, nein. Weil sowas ist ja natürlich ein immenser Aufwand, so etwas neu zu machen. Das heißt, in ein bestehendes System noch etwas einzupflanzen, ist viel Arbeit fürs Development-Team und viel Arbeit für diese ganze Projektgeschichte. Und der ganze Schuh hat dann am Ende des Tages innen drin Memory Foam bekommen, also so Kaltschaummatratze-artiges Ding. Das heißt, passt sich schön an, schmiegt sich an und geht dann aber wieder in seinen Ursprungszustand zurück, wenn man den Schuh verlässt. Feinstes Ziegenleder, was man eigentlich für Handschuhe benutzt als Obermaterial, aber auch den leuchtenden Pump. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, diese Firma hört zu, das ganze Konzept wurde umgesetzt und das hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank nochmal an Stefan und sein Team von Reebok damals. Ja, gibt aber natürlich auch andere Firmen, New Balance, die Marke, über die ich letzte Woche was gesagt habe, die ja doch zu meinen Lieblingsmarken gehört, die aber am wenigsten Flexibilität zeigt, wenn es bei solchen Projekten drum geht. Das heißt, man hat sicher Farbwahlen, aber das war es dann auch schon. Farbmaterial, aber so exotische Sachen, großartig sourcen oder sowas ist nicht. Das heißt, man nimmt das, was verfügbar ist. Aber das kennen einige von zu Hause. Wenn ihr einen Kühlschrank aufmacht und mit dem, was im Kühlschrank ist, euch was zaubert, können da auch ganz tolle Gerichte rauskommen. Man muss nicht unbedingt im 5-Sterne-Restaurant dinieren, um gut satt zu werden. Ne? Ach ja, der Xandi Clement fragt, das werde ich übrigens sehr oft gefragt, was hat die dazu bewegt, bei Soulbox auszusteigen? Das heißt wahrscheinlich, was hat dich dazu bewegt, bei Soulbox auszusteigen? In Klammern, bis auf, dass dir Snipes Geld für mehr Studio gegeben hat und deine I Feel Like Kicknet und Sondra-Linie zu gründen. Schicksalsschlag in der Familie hat dafür gesorgt, dass irgendwie man angefangen hat, Prioritäten in seinem Leben anders zu setzen und bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich einfach mehr Zeit für die Familie haben möchte und wie der Zufall es wollte, gab es dann ein Angebot von Snipes und das haben mein Bruder und ich wahrgenommen. Leider war es dann doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich dachte, ich könnte jetzt mehr Zeit für meine Familie haben und könnte auf Ressourcen zurückgreifen, die seinesgleichen suchen. Aber wie ist das meist so? Am Ende des Tages habe ich mich in einer Position gefühlt, ein Maskottchen zu sein für das Unternehmen, was aber am Ende des Tages keine Entscheidung fällen durfte. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, andere Leute fällen Entscheidungen, die am Ende des Tages auf mich
zurückgeführt werden von den Außenstehenden. Und man kann für Geld einiges machen, aber man muss nicht alles machen. Und da ich als Vater auch eine Vorbildfunktion habe, muss ich natürlich auch ins Spiegel schauen können und meinen Kindern getrost sagen können, Geld ist nicht alles auf der Welt. Aber Soulbox ist für mich wie eine Ex-Freundin. Ne? Also hat nicht geklappt. Ja, dann viel Erfolg mit dem Nächsten oder mit den Nächsten. Und ich mache mein eigenes Ding und habe eine neue Freundin. Die neue Freundin heißt jetzt Sondra. Und die hat schon ihr erstes Baby, das heißt Proto. Wie heißt er? Sohail Ahmadi fragt, mich interessiert dein Werdegang, also was kam nach Schule? Beziehungsweise wie kam es zum Einstieg in die Industrie? Wer sagt denn überhaupt, dass ich zur Schule gegangen bin? Bruder, man lernt auf Straße, wozu Schule? Braucht man nicht. Nein, Spaß. Ich habe mein Abitur gemacht in Berlin und habe danach angefangen, Informatik zu studieren. Ja, das hat irgendwie nicht so meiner Vorstellung entsprochen. Ich dachte immer so, Computer geil, so, und dann macht man so Grafiken und ist dann Industrial Light and Magic und kann dann beim nächsten Terminator die Special, in der staatlichen Uni, nein. Also ich hatte da Leute gehabt, die sind dann mit Aktenkoffer durch die Gegend gerannt, so mit Stiften so einsortiert, also so wie ein Bilderbuch, wie man sich so einen Informatiker vorstellt. Und alle Leute haben immer gesagt, ey, Studi-Leben, High-Life-Party, aber mit wem? Also habe ich mir gedacht, ich bin clever und switche zu BWL und habe da mein Vordiplom dann sozusagen in BWL gemacht, aber es war leider die falsche Uni. Auf der FU in Berlin, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, waren die hübscheren Mädels und an der TU waren okay, aber man konnte sich auf die Uni besser konzentrieren. Das der Werdegang und... Während meiner Studienzeit habe ich bei einem Kumpel gearbeitet, bei Niklas. Der hat den Laden Mad Flavor in Berlin. Und zwar war das so der Pionier der, Vor-Internet-Zeit, um das mal so in Worte zu fassen. Das war so eigentlich angefangen über, hey, ich bringe ein paar Kumpels was mit, ist dann halt ein bisschen größer geworden, hat daraus einen Laden gemacht und ich habe da gearbeitet, weil ich habe... oft auch meine Schuhe da gekauft und irgendwann kam das eine zum anderen und ich habe da angefangen zu jobben während meiner Studienzeit. Man braucht ja immer ein bisschen Kohle als Student. Und irgendwann bot sich dann die Gelegenheit, dass ich dann mich selbstständig gemacht habe und habe dann erstmal mich mit Vintage-Sachen beschäftigt, das heißt so mit originalalten Schuhen, made in Germany, made in Jugoslavia und made in Korea und keine Ahnung was. Das hat überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Hab dann alles en bloc verkauft an Asiaten und an Engländer und hab dann angefangen, das zu machen, was im Prinzip viele ja mittlerweile wissen. Das heißt, ich habe mit Soulbox war ich einer der ersten Läden, die sich direkt mit den Herstellern zusammengesetzt haben und geguckt haben, wie man statt diesem Importmodell dafür sorgen kann, dass im deutschsprachigen Raum etwas wie eine Sneakerkultur entsteht. Und daraus ist Soulbox entstanden. Puh, ich habe jetzt alles durch, was da stand. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich hoffe, euch haben die Blumen sehr schön gefallen, meine Beleuchtung von der Seite. Und wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, hey, das war doch gar nicht so schlecht und lasst uns das nochmal machen, dann freue ich mich, wenn ihr das irgendwie in den Kommentaren irgendwie bemerkbar macht oder vielleicht durch die Likes. Wenn das Video, sagen wir mal, 200 Likes bekommt, dann machen wir das nochmal. Gute Idee. Und dann machen wir nochmal hier sowas und vielleicht interessiert sich jemand für das, was ich laber. Also, vielen lieben Dank. Nächste Woche gibt es wieder ein New Balance Video und bis nächste Woche. Tschüss. Und wir müssen jetzt noch aus mit dem